Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich habe heute hier im Studio den Marc Hagenbeck, seines Zeichens Mentalist, Gedankenleser, Psychotainer und schlag mich tot, was noch alles. Mensch, Mann, Bartträger, Glatzenträger. Alles in einem. So sieht das aus. Ja, ich bin der Sashi und wir reden heute über den 6. November und wir haben ein Geburtstagskind am 6. November, das ist Conchita Wurst. Conchita Wurst. Conchita Wurst hat ja den Song Rise Like a Phoenix bei der Eurovision. Ja. Hat ja. Er sie, wie sagt man, sagt man sie? Er? Nee, ich glaube, es ist ein R. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich weiß nicht, wie er angesprochen werden möchte, ist mir gerade nicht bewusst. Ich weiß nicht. Aber wie auch immer, ja. Ich sag sie, Conchita ist ja ein Frauenname, sie, Conchita Wurst, hat Rise mit Rise Like the Sun den Eurovision Contest irgendwie gewonnen. Ja. Sehr gut. Ja, und sie ist geboren 1988 am 6. November. Aber am 6. November ist noch etwas anderes geschehen. Ganz genau. Am 6. November 1813 in Mexiko erklärt der mexikanische Priester und Freiheitskämpfer José María Morelos y Pavón die Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialmacht. Also, von Mexiko unabhängig von der spanischen Kolonialmacht, richtig? Genau. Ah, ja, okay. Ja. Das war, wann war das? Das war 1813. Am 6. November 1813 ja. War das. Und wir haben noch einen Fakt des Tages. Und der Fakt des Tages ist folgender. In Amerika darf man sein Tier klonen lassen. Jetzt kommst du. Das ist gesetzlich verankert, dass man das darf. Das darf man? Ja, das darf man. Aber das Problem ist ja, wenn du es klonen lässt, ist ja am Anfang immer noch nicht dressiert oder so. Da hat doch irgendjemand seinen Hund letztens mal klonen lassen. Das kann sein, ja. Ja. Da sind Affen schon geklont worden jetzt. Und Dolly ist ja schon geklont worden, aber schon ewig, in den USA. Ja, genau. Aber in den USA ist es auf jeden Fall erlaubt, sein Tier klonen zu lassen. Wer weiß, was sie damit vorhaben? Interessant. Wer weiß, was sie damit vorhaben, sage ich nur, wer weiß, was sie damit vorhaben. Wer weiß. Wer weiß. Das war der 6. November. Ich freue mich morgen auf den 7. November und sage bis dahin Cheerio mit Sophie. Tschüss, haut rein.